Die Zitterpartie für Kai Wegner ist beendet. Der CDU-Politiker wurde zum neuen regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Allerdings erst im dritten Wahlgang. Im ersten und zweiten Durchgang verpasste er die nötige absolute Mehrheit von 80 Abgeordnetenstimmen, obwohl seine Koalition aus CDU und SPD zusammen 86 Mandate hat. Im dritten Wahlgang erhielt er dann die erforderliche Zustimmung. 86 Abgeordnete stimmten für ihn. Direkt im Anschluss an die Wahl wurde Wegner dann vereidigt. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Herr Regierender Bürgermeister, ich überreiche Ihnen gemäß § 2 Absatz 2 des Senatorengesetzes die Urkunde über Ihre Wahl. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für Ihr Amt. Mein Kollege Thorsten Gabriel hat das Wahldrama im Berliner Abgeordnetenhaus beobachtet und vorhin in einer Sondersendung des RBB beschrieben, wie er diesen Tag erlebt hat. Verrückt. Also man hatte ja doch zwar immer im Hinterkopf, ja, es könnte auch schief gehen. Auf der anderen Seite, ich war am Sonntag auch noch bei der SPD, als das Ergebnis des Mitgliederentscheids verkündet wurde. Und da haben wir Reitz Saleh, den Fraktionschef der SPD, auch explizit gefragt, wie ist das jetzt? Also wackelt es da in der SPD? Und der hat gesagt, nein, also wir als SPD, wir streiten uns zwar, aber wenn die Entscheidung da ist, dann stehen wir. Und das war ja nun offenkundig nicht der Fall. Und alles Weitere war dann irgendwie auch ein bisschen absurd, weil man fragte sich natürlich zuerst, ist das jetzt nur ein Denkzettel und kommt der nur aus der SPD? Man konnte sich nicht so richtig vorstellen, CDU auch. Und es bleibt ja auch Spekulation, woher die Nein-Stimmen nun gekommen sind. Du warst ja auch auf dem CDU-Parteitag. Wie war denn da die Stimmung? Mit welcher Stimmung ist die CDU hier reingegangen? Die Stimmung da war überwältigend, muss man sagen. Also das war ja eine durchaus Siegesfeier. Es gab überhaupt keine Aussprache zum Koalitionsvertrag. Das heißt auch keine kritischen Stimmen. Es gibt zwar hier jetzt genauso diese Spekulationen, die gestreut werden. Naja, vielleicht gab es bei der CDU auch Unzufriedene, weil eben im künftigen Senatspersonal nicht die Funktionärsebene so richtig groß berücksichtigt worden ist, sondern ja auch viele von außen geholt wurden. Trotzdem Spekulationen, darüber gab es keine Diskussionen, auch auf dem Parteitag nicht. Das war alles eitel Sonnenschein. Und man muss ja auch sagen, wenn das jetzt, das, was hier jetzt sozusagen geschehen ist, das ist natürlich sowohl für die CDU, aber auch für die SPD natürlich kein großartiger Tag. Wie sehr beschädigt so ein Wahldesaster die weitere Zusammenarbeit in einer Koalition? Ist das jetzt eine Art Denkzettel der SPD Richtung Kai Wegner? Oder kann der sich vielleicht auch gar nicht sicher sein, dass die SPD dann hinter ihm steht für die nächsten 3 Jahre? Also wenn es ein Denkzettel gewesen wäre beim ersten Mal, dann hätte man das so deuten können. Jetzt im weiteren Fortgang muss man sagen, hat sich, wenn es denn wirklich aus der SPD kam, die SPD natürlich auch in Teilen selbst beschädigt. Das heißt, das sind ja zwei Parteien dann am Start, die jetzt nicht sonderlich glorreich dastehen, sondern bei der sich auch ein Reitz Saleh halt fragen muss, wie sicher ist eigentlich die Truppe, die da hinter mir steht. Und von daher ist das auf der einen Seite überhaupt nicht glanzvoll und schwierig für beide Parteien. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gelernt, auch in früheren Jahren mal, wenn mal im ersten Wahlgang was nicht geklappt hat, das war dann wiederum auch wieder sehr schnell vergessen. Ja, nun ist es jedenfalls geschafft, wenn auch nach einem denkwürdigen Wahlkrimi. Der nächste regierende Bürgermeister von Berlin heißt Kai Wegner. Wir wollen ihn jetzt näher vorstellen. Der CDU-Politiker löst die bisherige Regierungschefin Giffey ab und er hatte in den vergangenen Wochen für die schwarz-rote Koalition in Berlin geworben. Kai Wegner kenn ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut, das ist jetzt knapp 15 Jahre her. Zumindest seinen Namen dürften die meisten Berlinerinnen und Berliner mittlerweile kennen. Mein Name ist Kai Wegner. Ich bin 50 Jahre gebürtiger Berliner. Berliner ist er. Genauer gesagt Spandauer. Haben Sie sonst irgendwelche Sorgen, Probleme, Nöte hier? Ich meine, wir sind im Wahlkampf, aber... Ja, nein, in Spandau ist die Welt in Ordnung, da ist mein Wunsch, das ist glücklich. Ja, auch in Spandau gibt es schon ein paar Probleme, ja, ne? Und genau dort ist Kai Wegner geboren und aufgewachsen. Sohn eines Bauarbeiters und einer Einzelhandelskauffrau. Ich habe irgendwann Leute aus der Jungen Union kennengelernt, die mich unbedingt wärmen wollten. Und das war nicht ganz so einfach, weil ich hatte einen großen Freundeskreis, habe ganz viel Sport gemacht. Und politische Jugendorganisationen im Allgemeinen haben ja häufig eher nicht so ein gutes Image. Doch dann mit 17 tritt er ein. Aus Protest gegen die Alternative Liste, der Westberliner Vorläufer der heutigen Grünen. Die Alternative Liste, das waren für mich damals so Steineschmeißer, Hausbesetzer. Das sind die Grünen heute nicht mehr. Aber das war das Image, was in meinem Kopf so drin war. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass diese Stadt so regiert wird. Und das war der Punkt, wo ich dann selbst engagiert wurde.
Und seitdem ist der gelernte Versicherungskaufmann in Landes- und Bundespolitik aktiv. Über 15 Jahre lang saß er für die CDU im Bundestag, davor und danach im Abgeordnetenhaus. Und seit 4 Jahren ist er Landesvorsitzender der Berliner CDU. Er gilt als Arbeitstier. Sein Ausgleich, die Familie, seine 3 Kinder und sein Hund. Ach, ist der süß. Ist der süß. Doch er kann auch kämpferisch. Das haben die letzten Wochen und Monate gezeigt. Unser Wahlkampf, ja, der war auch an der einen oder anderen Stelle frech. Aber genau an diesem Wahlkampf gab es auch Kritik. Nach den Krawallen in der Silvesternacht fragt die CDU-Fraktion nach den Vornamen der Tatverdächtigen mit deutschem Pass. Das stößt vor allem bei Linken, SPD und Grünen auf Unverständnis. Die Diskussion an Silvester um männliche Gewalt, um männliche Jugendgewalt, die ist so rassistisch aufgeladen worden von CDU und AfD. Meine Frage an die CDU ist, was diese Auskunft über die Vorname zur Lösung des Problems der Jugendgewalt beitragen soll. Doch jetzt hat er es geschafft. Kai Wegner zieht ins Rote Rathaus, gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD. Sein Ziel? Eine besser funktionierende Verwaltung, bezahlbarer Wohnraum. Viel erreichen, frech sein. Das wollte Kai Wegner auch schon vor vielen Jahren. Ich würde sagen, dass wir wollen, dass sich schnell viel bewegt und die Probleme der Stadt geschultert werden. Und wenn das frech ist, dann wird es frech sein. Wie es wird, das kann Kai Wegner jetzt in den nächsten 3,5 Jahren zeigen.